Hallo und herzlich willkommen zu Emerald Warfare. Ich muss mal kurz rausswitchen. Mein Blatt war etwas verschoben, etwas zu weit nach rechts. Ich habe nicht alles gesehen. Und ja, wir werden uns in diesem Video, denke ich mal, den M113 sowie den LAV 150 anschauen. Habe ich Lust drauf. Ist der Tier 1er und der Tier 2er der... ja, jetzt kann man eigentlich nicht sagen der Reihe, sondern von einem Dealer Wölfli, ja, Wölfli. Und ja, da habe ich noch nicht so viel gespielt, eigentlich nicht wirklich überhaupt irgendwas, sondern ich gehe zurzeit eher hier die Marats Core-Reihe und jetzt auch die Fire Support. Wobei, nee, machen wir den AMX beim nächsten Video und dann habe ich wahrscheinlich auch schon eine T64 frei. Und eventuell dann auch schon die Arti, da fehlen ja auch jetzt nicht mehr viele Battles, um genau zu sein, 24, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich die erste Arti, dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Credits, aber in 24 Games sollte ich das doch bekommen. So, wir machen hier nochmal irgendwie einen Skill, warte mal, warum? Halt, stopp! Jetzt rede ich! Halt, stopp! Jetzt rede ich. Paired Improved, das ist ja nicht Modul Damage Increased, bla 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 bla. Base Capture, lol, Base Capture. Das ist ein gewagter Skill, würde ich fast behaupten. Damit kann man die Basisrate, wie schnell man die capt quasi, um 10% erhöhen. Das heißt, es geht dicht. Also 10% ist schon einiges. 5% wäre so, ja, 5% wäre die Hälfte von 10 und dafür ja nur noch halb so viel. Nee, Scherz. Aber 10% ist schon, das ist schon echt einiges. Ich werde trotzdem Repair nehmen. Ich meine, ich fahre das Ding sowieso nicht wirklich, weil ich da... Ich bin da zwar noch nicht durch, aber... Ja, ich bin alles andere als durch. Also, durch ganz normal, wie immer, ja. Wie immer verplant und durch, aber... Ja, das andere durch. Ich sehe aber gerade, wir können einiges erforschen. Ich werde mal hier die Munition machen, weil wir hier noch ein dickeres Geschütz bekommen könnten. Das hat dann... warum zeigt mir das der jetzt nicht an hier? Ach, hä? Really? Ja. Cannon Depression. Das heißt, mit der wir kriegen 5 mm mehr und nichts dazu. Das nenne ich Skill. Hier haben wir noch was frei. Ja, komm, kaufen. Ich brauche ja nicht irgendwie meine Credits. Herrgott, ey. Naja, wir schauen uns, denke ich, oder wir gehen einfach mal ins Battle mit dem Ding. Bin gespannt. Ja, da ist gerade ein Game raus, ohne mich. Danke. Wobei, macht ruhig. Ich glaube, ich kann nicht. Ich komme nicht um 3 herum. Inzwischen nimmer. War ja teilweise noch mit meinem 62er in Games, wo es dann ja, so ein Tier 3er pro Seite gab. Es macht aber keinen großen Unterschied, also... Ich kann die sowieso alle nicht pennen, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Aber so Tier 2 oder Tier 3, das ist... Die Tier 3er haben merklich mehr HP, aber das war's dann auch. Auf die Fresse kriegen sie genauso schnell. Und das habe ich oft, kann ich jetzt schon sagen, habe ich oft gemerkt beim T62. Aber ich glaube, da habe ich auch immer noch so das Gefühl, dann ja, T62 ist ein 10er, ist ein dicker Tank, der hat 4 HP, hat eine super Wumme, habe ich eine super Crew drin. Und der fährt 20, mehr als 20 km/h. Nee. So, natürlich fährt der T62 schneller als 20 km/h, aber hier vorne haben wir einen. Und er hat sicher auch Vollspeed. Fullspeed, der fährt halt schon so 30, selbst mit dem letzten Motor ist er nicht mega schnell, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da halt anderes erwartet. Aber naja, dafür ist das Ding schnell und sieht auch echt lustig aus. Kleiner Tong hier. Kann ich. Ich hab. Was? Oh. Fuck. Ich hab keine Munition. Ey, das gibt's nicht, oder? Das ist jetzt nicht ernst. Das soll wohl. Ich dachte schon gerade, hey, weswegen kann ich. Es kommt. Warum kommt nichts beim Klicken? Ich hab nicht ernsthaft keine Munition dabei. Hab ich irgendein Warning weggeklickt? Oh, ey, fuck, das gibt's doch nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder.
So, ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, das war einfach den Tier 2er jetzt mal fahren und Alter, was ein Traum-Matchmaking. Das ist ja einfach nur genial. Fahr natürlich bei hellster Sonne mit Licht. Ist wichtig. Licht ist wichtig. Feuer. Ist wichtig. Nee, Scherz. Rücklichter funktionieren auch. Meine Tastatur hört sich vielleicht ein bisschen laut an hier. Weil ich die vorhin gedauert habe. Und jetzt gerade klingt die so ein bisschen anders. So ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Oh, ich habe zwar im Thumbnail jetzt überall Streifen, aber von Schrift, aber I don't care. Ja, hier haben wir Munition dabei und ich habe gerade gesehen, wisst ihr, was einfach genial ist? Man kann die Geschwindigkeit einstellen von der Maus. Also die hier kann man einmal einstellen. Oh, fuck, warte mal. Das Gefühl, die muss auch noch höher. Und die hier. Leider ist sie jeweils, das ist ziemlich irritierend, wie ich finde. Man kann das hier halt einstellen und das hier einstellen, die Geschwindigkeit von denen. Und das irritiert mich so ein bisschen. Deswegen stellen wir das nochmal kurz um. Ich erzähle euch mal kurz, was ich da halt meinte. Man konnte anfangs das nicht einstellen. Man konnte hier zwar dieses Regler hochdrehen, nur was er verändert hat, war das, wie schnell die Kamera hier rumdreht, nicht hier im Panzer. Wobei ich das jetzt gerade echt auch nicht checke. Ich hab doch. Es hat nämlich gerade jemand reingeschrieben, nur man sieht ja halt, es geht hier mit, das Rumdrehen ist, geht wesentlich schneller. Aber das im Sniper-Modus geht jetzt gerade nicht irgendwie wirklich schneller, hätte ich gesagt. Das war halt teilweise sowas von nervig. Mir kommt es nicht so vor, als hätten sie es gemacht. Wenn ich ehrlich bin. Mir kommt es echt nur vor, als wäre es hier die Außen. Außenansicht quasi. Oder sie haben es einfach allgemein etwas umgestellt, aber man kann es selber noch nicht einstellen. Es war halt ein bisschen blöd. Man hat zwei Optionen halt. Einmal das mit X um, also mit Rechtsklick rumdrehen. Und dann gibt es halt einmal noch rumdrehen ohne Rechtsklick quasi. Schade. Ja, und damit Aim ist halt. Oh, nein, 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 nein. Damit Aim ist halt teilweise echt scheiße. So richtig scheiße. Oh shit, oh crap. Aber ich muss sagen, es läuft schon, es geht schon besser mit der Maus. Aber ich glaube nicht, dass ich habe gerade das um 10% quasi höher gedreht und wirklich merklich war das jetzt nicht. Es müsste theoretisch noch höher sein, aber. Nein, what, what? Okay, ich wurde gespottet. Das ist eigentlich nicht gut. Versucht da mal meinen Kollegen hier zu helfen mit dem PT, aber er sollte es schaffen. Hat er? Ja. Yes, er hat es. Und wir move jetzt hier vor. Übrigens auch ein sehr schöner Panzer hier. Gefällt mir sehr gut. Generell diese MG-Panzer gefallen mir doch besser, als ich ursprünglich gedacht habe. Und ich werde da, denke ich, halt auch einige fahren. Ich bin auf dem Weg zum Bradley quasi. Also ich habe da ja den AMX. Und habe da auf jeden Fall auch Lust drauf. Und ja, will da halt auch recht. Ja, eigentlich schon hin. Eigentlich. Ups. Das ist ein bisschen irritierend mit den Rädern hier, weil die drehen sich zwar wieder in die Ausgangsposition zurück, wenn man halt nicht mehr lenkt, aber bis sie das gemacht haben, vergeht eine Zeit. Ja, das sind die Klicker, das ist ein Klicker, der LAV. Der hat einen hohen Damage Output. Aber die Wumme hat natürlich nicht so mega Penetration und hält natürlich auch gar nichts aus. Er kann aber, ich meine zumindest, ich habe es noch nicht ganz ausprobiert. Ich glaube, der eine Typ, den ich da mal angeschossen hatte, hatte schon 200 Damage weniger oder hatte schon 200 Damage bekommen. Aber ich meine zumindest, man kann mit einem Magazin den gleichen Panzer quasi
rausnehmen. Also man kann sich selbst quasi mit einem Magazin rausnehmen. So. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Und wir haben jetzt wahrscheinlich genau genügend für die unnütze Kanone, die einfach nur ein bisschen mehr Gun Depression hat. Dann das noch, das noch. Oh ne, fürs letzte reicht's nicht. Ah, shit. Naja, wir werden jetzt nochmal den Einser fahren. Am besten mit Ammo, das wäre so eine Voraussetzung, die ich da setze. Auch ebenfalls eine Bam-Bam-Bam-Kanone quasi. Und ich stelle jetzt aber noch die Settings nochmal auf 40, weil ich dachte, es wird sich. Ich hatte das Gefühl, es würde sich, hätte sich was geändert. Aber irgendwie auch nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, nee, ich habe das. Jemand hat es reingeschrieben. Er hätte jetzt gerade auf 9 gestellt, weil das so schnell war. Und bla 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 bla. Und dann dachte ich, okay, vielleicht haben sie es jetzt schon geändert vom letzten Tag auf heute. Ich meine, dass die Mausgeschwindigkeit einfach nur abnormal hoch ist und dass sie nicht einstellbar ist, war ja schon in dem Fokustest davor. Und jetzt kommt natürlich mehr Feedback dazu oder mehr Leute, die das sagen. Ich zum Beispiel habe es beim letzten Fokustest nicht gesagt. Außer im Video vielleicht. Aber halt nicht irgendwie in Support gesendet oder sowas. Und jetzt haben sie es vielleicht mitbekommen und schon geändert. Das kann natürlich sein. Wobei ich, wie gesagt, ich hatte das gerade auf 10% und dann war das schon ziemlich langsam. Aber deswegen, eigentlich, ich hab halt einerseits nicht das Gefühl gehabt, es hat was geändert, und andererseits habe ich das Gefühl gehabt, es hat was geändert. Es ist komisch, ja, ich weiß, es hört sich auch sicher komisch an. Das kann ich vollkommen verstehen. So, hoffentlich lädt das Shit jetzt hier. Ich habe immer noch eine recht volle Festplatte, deswegen dauert das mal ein bisschen länger. Aber auf der Map läuft uns da nichts weg. Die ist ja nicht ganz, ich sag mal, ja doch nicht ganz so aggressiv wie die gerade. Da hätten wir schon früher vorfahren können und vorher reinfahren können. Das war so ein, ja, gerade als Zweier in einem Einser-Game quasi. Das hätte echt anders laufen können. So, jetzt haben wir. Ups, muss mal kurz alles laden. So, jetzt stellen wir mal einfach das auf 1. Guck da, Alter, schön, das ist ja richtig Cinematic hier. Ups. Okay, man merkt keine wirkliche Sicht. Das ist übrigens auch sehr geil. Ja. Also ich meine, das kennt man ja. So, das heißt, das ist das Rumdrehen. Das machen wir auf 30, das fand ich gut. Und ich kann wieder nicht speichern. Das ist leider auch noch so ein Bug. Dass man seine Einstellung nicht speichert. Das ist der sein. Dass er meine Einstellung nicht speichern will. So, jetzt ist das. So, ja, das ist gut, das ist gut. So, und davor war es, auf jeden Fall war es, bis es gab einen beim Fokustest war es, glaube ich, auch noch so. Man. Nee, ich baller da einfach mal ein. Ups, ein kleiner Leck. Dass man halt das mit dem, dass man das wie einstellen kann, wie schnell es rumdreht. Und dann, wie schnell es rumdreht, wenn man Rechtsklick hält. Was ziemlich unnötig ist, wie ich finde. Also nicht die Rechtsklick, sondern die Einstellung. So. Ich habe aber echt das Gefühl, dass die Geschwindigkeit hoch und nach links und rechts verschieden ist. Wobei ich muss auch echt sagen, es ist, finde ich, ebenfalls von Panzer zu Panzer anders. Und das verwirrt mich einfach so krass. Ich komme da einfach nicht ganz drauf klar, weil ich das natürlich nicht gewohnt bin. Und wie gesagt, als ich gestreamt habe, war das auch so. Von einem Match aufs andere war das Gefühl so von wegen, jo, läuft. Jetzt ist es halbwegs okay. Jetzt ist es so schnell, dass ich damit spielen kann. Was eigentlich auch nicht sein kann, weil ich hatte in der Zeit halt nichts geändert und dann dachte ich mir so, okay, warte mal, in der kurzen Zeit gewöhnst du dich doch nicht dran an die Geschwindigkeit quasi und ja, ich glaube, es war der Panzer. So, weg mit dir, weg. Ja, ich finde die Wummen echt nice. Es macht echt Spaß, mit denen zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich da runterkomme. Lebend. Ich sehe nämlich nichts. Oh. Yes! Wir haben einen Kill.
Commander. So, jetzt stellt das nämlich nochmal ein bisschen höher. Ich hatte gerade halt im anderen Panzer schon wieder das Gefühl. Nee, war das in dem? Ich weiß nicht, in einem Panzer hatte ich das Gefühl, es wäre. Genau, in dem hier war es. Dass diese Bewegung und diese Bewegung verschieden schnell läuft. Dafür müsste es ja dann theoretisch auch eine Option geben. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin da momentan so verwirrt und würde mich einfach freuen, wenn es irgendwie so ist wie bei Watch. Wenn man das so sagen darf. Wenn man das so sagen darf. Ich muss ja gucken, wie schnell ich das bei Watch habe. Also eingestellt. Weil es ist teilweise halt echt schwierig, richtig zu aimen, wenn es halt nicht auf der eigenen Geschwindigkeit eingestellt ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, machen wir einfach mit dem weiter. Ja, Ding ist echt ein Biest hier. Also generell, Autoloader sind ein Biest, sind Biester. Aber wenn wir im nächsten Video mal einen AMX fahren, kann ich euch zeigen, wie, ja, weniger geil die auch sein können. Der echt gerade meinen Turm zerstört. Nee, mein Drehkranz. Genauso scheiße. Oh nein, 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 lass mir was über. LAV, lass mir was. Wrecked. Oh nee, doch nicht. What? Hä? What? Wir wurden da gerade gereckt. Ja, jetzt. Naja, schöne Runde trotzdem. Ich bin auch verwirrt, mit, was mit der Maus, was die Maus angeht. Aber das wird sich, denke ich, auch noch klären. Oder was heißt, denke ich, es wird sich auf jeden Fall klären. Es ist ja immerhin eine Alpha, das wollte ich jetzt hier auch nochmal sagen, es ist eine Alpha, das heißt, das Spiel ist, schaut mal mein ältestes Video von vor 3 Jahren an, WOT ist in dem Zustand in der Closed Beta und wir sind in der Alpha bei dem Spiel, ja, weil ich oft gestern schon gehört habe, hey, was findest du besser? Ich will mich dazu eigentlich nicht äußern, weil ich eigentlich nicht finde, dass man ein Spiel wie WOT, gerade in dem fortgeschrittenen Zustand wie WOT ist, mit Emerald Warfare zurzeit vergleichen kann, weil Emerald Warfare halt noch so jung quasi ist. Und deswegen, es ist eine Alpha, Bugs werden auftreten, auch diese Fehler mit dieser Maus. Auch wenn mich das teilweise sehr stört und sehr aufgeregt hat, oder was heißt sehr aufgeregt, hat mich halt gestört. Weil wenn die Maus zu schnell ist oder zu langsam, gerade wenn sie zu schnell ist, und zwar richtig zu schnell, was in dem Fall sehr war, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, oder finde ich es auf jeden Fall sehr schwierig, dann richtig genau zu aimen, weil du machst eine minimale Bewegung und du bist wieder auf dem Weg. Du bist weg quasi. Das ist. Es war eine schwere Zeit. Naja, jetzt hat sich das ja scheinbar geändert. Aber ganz viele Änderungen werden wir natürlich auch noch sonst erfahren. Wenn ihr Special Videos irgendwie wollt, wenn ich euch was zu den Tech Trees hier sagen soll, dann werde ich darüber ein Video machen. Schreibt mir das in die Kommentare. Momentan geht's bis Tier 6, das kann ich hier schon mal sagen. Und hier will ich den Bradley mit seinem potenziellen Damage per Minute von 6000. Das ist nämlich nett. Aber keine Sorge, der hat halt weniger Penetration. Ja, der macht leider keine 6000 pro Minute. Das wäre schön. Hier der AMX, ebenfalls recht strong aussehend mit einem MG oben drauf. Und mit dem hatte ich da schon etwas mehr Probleme als mit den beiden. Aber das können wir uns gerne im nächsten Video anschauen, falls ihr wollt. Dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.